Hallo liebe Grazcast-Freunde, bevor wir in die heutige Folge starten, möchten wir euch auf eines der coolsten Events in Graz aufmerksam machen, nämlich Realtalk XL. Bei Realtalk XL erwartet euch ein ganzer Tag voller Inspiration. 3 hochkarätige Vortragende, ein Show-Act und ein ganzer Tag voller Impulse. Mit dabei sind Thomas Brezina, der Held unserer aller Kindheit, Katharina Schneider, die Teleshopping-Queen und Dr. Manfred Winterheller, Coach und Mentor erfolgreicher Geschäftsleute. Also seid auch ihr am 22. Oktober im Kongress Graz mit dabei. Auch wir von Grazcast werden mit dabei sein und uns das Realtalk XL Event nicht entgehen lassen. Sichert euch also jetzt gleich die Tickets für das Realtalk XL Event und vielleicht sehen wir uns schon bald dort. Wir haben euch in der Infobox und in den Shownotes nochmals alles zusammengefasst und verlinkt. Und jetzt geht's los hier mit dieser Grazcast-Folge. Grazcast. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin K., ein herzliches Willkommen zu Grazcast. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und dass wir hier heute im Rathaus bei Ihnen drehen dürfen. Bevor wir jetzt in das Interview hineinstarten, wird mein Kollege der Dominik Sie noch ganz kurz vorstellen. LKK war ursprünglich bei der Kontrollbank AG beschäftigt, während sie die Abendtag besuchte und schließlich maturierte. Seit dem Jahr 1983 ist LKK Mitglied der KPÖ und 1985 kam sie in die KPÖ-Bezirksleitung. 1993 wurde LKK Gemeinderätin und 1998 Clubobfrau der Grazer KPÖ. Von 2003 bis 2004 war LKK stellvertretende Bundesvorsitzende der KPÖ und von 2005 bis 2017 Stadträtin für Wohnungsangelegenheiten und ab 2017 Verkehrsstadträtin. Ebenfalls wirkte LKK von 2016 bis zur Wahl im Jahr 2017 als stellvertretende Bürgermeisterin. Seit dem 17. November 2021 ist LKK Bürgermeisterin der steirischen Landeshauptstadt. Ihre politische Botschaft lautet: Den Reichtum haben die arbeitenden Menschen geschaffen. Er soll ihnen auch wieder zurückgegeben werden. Darum Arbeit und Reichtum gerecht verteilen. LKK lebt in einer Lebensgemeinschaft und hat einen Sohn. Mittlerweile verheiratet. Ja, die Kinder und Enkelkinder haben gesagt, jetzt sind so lange zusammen und die wollen jetzt einmal eine Feier haben. Ah, wunderbar, okay. Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, wir haben vor einiger Zeit Ihren Amtsvorgänger Siegfried Nagel auch interviewt und stellten ihm die Frage, wie zufrieden er auf die letzten 18 Jahre als Bürgermeister zurückblickt. Sie sind jetzt zwar bald erst ein Jahr im Amt, aber dennoch möchten wir Ihnen die gleiche Frage stellen. Wie zufrieden blicken Sie jetzt auf dieses knapp eine Jahr als Bürgermeisterin der Stadt Graz zurück? Für mich ist die Arbeit nicht als eine Person, die ein großes Vertrauen schon gekriegt hat seit 2008, weil da ist das erste Mal gewesen, dass ich persönlich auch als Spitzenkandidatin für meine Partei gestanden bin, wichtig. Das Vertrauen bei der letzten Wahl ist ja nicht etwas, was von 0 auf 100 geht, sondern das ist ja ein erworbenes Vertrauen, das über viele Jahrzehnte zuvor schon aufgebaut worden ist. Und insofern blicke ich in meiner Arbeit viel länger zurück. Also wie gesagt, wir sind jetzt 2012 zweitstärkste Partei und das hat ja alles eine Kontinuität. Und ich bin ja kein anderer Mensch seit September, sondern die gleiche Person. Mein Politikstil ist auch nicht anders, es ist der gleiche. Also ich, auch in dieser Rolle, in der ich jetzt als Bürgermeisterin bin, schaue ich so viel wie möglich, dass ich auch ganz persönlichen Kontakt zur Grazer Bevölkerung habe, egal mit welchen Anliegen wer kommt, ich bin da für sie, ich höre mir die Sorgen an, ich versuche auch viele Anliegen zu meinen eigenen zu machen, sie zu lösen, teilweise mit den Ressorts, wo ich ja verantwortlich bin. Ich bin für das Sozialamt und auch das Wohnungsamt verantwortlich. Die KPÖ ist in Graz bekannt als die Wohnungspartei. Wir gemeinsam mit meinen Kolleginnen kümmern wir uns in dem Jahr, aber viele Jahre davor, fast täglich um die Wohnversorgung vieler Menschen. Also auch nicht nur Gemeindewohnungen, sondern am privaten Wohnungsmarkt. Und wir helfen da in Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen, damit die Leute ein gutes Zuhause finden. Und dass man auch bei den Einstiegskosten hilft und vieles mehr. Also die Aufgaben als Bürgermeisterin und rückblickend auf das Jahr sind, wenn man so sagt, vieles neu dazugekommen, wo man selbst erstaunt ist,
auf welche Persönlichkeiten man trifft, wo man lernt viel. Also so alt kann man gar nicht werden, dass man nicht täglich dazu lernt. Und es halte ja für etwas ganz Wichtiges. Es hat niemand die Weisheit gepachtet, es ist niemand allwissend. Und ich habe viel Erfahrung sammeln können in den letzten 35 Jahren, mir viel Wissen aneignen können, aber du lernst nie aus. Und das ist, eigentlich sehe ich das als ein Privileg, dass ich das machen darf. Und aber nicht für mich selber, sondern ich sehe das immer als Dienst an den Leuten. Das ist etwas, was so ein Grundkonsens meiner Bewegung ist auch. Also wir bieten uns auf solche Funktionen nichts ein. Wir werden nicht überheblich. Und wichtig ist halt, gleich nach einem Tag, das Vertrauen, was du ja bekommen hast, wieder aufs Neue zurückzubekommen. Und du musst, das ist alles nur geborgt. Und wir bewegen uns ja nicht momentan in guten Zeiten. Und da ist es umso mehr wichtiger, glaube ich, dass wir so nah wie möglich an den Menschen, die in unserer Stadt leben und arbeiten, zu sein. Und egal, ob jemand da selbstständig ist, ob das ein Studierender ist, ob das Pensionisten sind, ob das Menschen aus anderen Herkunftsländern sind, da ist niemand ausgeschlossen. Und das ist ja letztendlich auch das Ziel und der Wunsch von mir privat und persönlich als Mensch, aber auch als Politikerin, immer alle auch zu sehen. Also nicht irgendwie eine Gruppe zu sehen, die sind weniger wichtig wie die anderen. Stellen Sie sich jetzt vor, Sie sind in der Grazer Innenstadt unterwegs und es kommt jemand zu Ihnen, der Sie nicht kennt und nicht weiß, was Sie machen. Was würden Sie dieser Person in aller Kürze antworten, wenn Sie diese Person fragen würde, wer Sie sind und was Sie tun? Da habe ich immer schon eine Hemmung gehabt, wenn mich wer gefragt hat, seit ich Politikerin bin, wenn er mich nicht kennt, und das kommt ja oft genug vor. Und dann sage ich, das gefällt mir, oder das sehe ich auch so wie Sie. Dann sagen die Leute meistens, was machen Sie denn beruflich, nicht? Da habe ich mir immer schwer dann zu sagen, dass man eigentlich Politikerin ist. Geschweige denn, dass du früher, was weiß jemand, was ein Stadtrat ist oder Stadträtin, dort keine Vorstellung. Also das sind eher die, die politisch interessiert sind. Bestenfalls, dass man sich merkt, wo es ein Bürgermeister ist, ja, und dann gibt's halt viele von jeder Partei, die da im Gemeinderat sind und was beschließen, aber was ist ein Klubobfrau, ein Klubobmann, welche Aufgabenteilung, also das wissen die Leute nicht, und geschweige denn erst, wenn das noch weiter nach oben geht in der Politik, du merkst ja gerade einmal den Präsidenten, den Bundeskanzler, die Minister schon jetzt mittlerweile noch schwerer, weil die so häufig gewechselt haben, ich könnte ihnen ad hoc nicht sagen, wie unsere Minister alle heißen, und deswegen, ich sage da meistens immer, ich arbeite bei der Stadt. Zuerst einmal. Manche geben sich dann nicht zufrieden und dann redet man weiter über anderes. Und wenn andere noch weiter fragen, ja, was genau, dann musst du halt sagen, ja, ich bin die Frau Elke K., dann sagst du einen Namen, entweder klingelt's down, und wenn's nicht klingelt, dann erklärst du es halt konkret und dann so, ma, also, wie eine Bürgermeisterin. Und dann merkst du plötzlich aber oft manchmal auch bei denjenigen eine Verhaltensänderung noch einmal. Weil, wenn du in ein Gespräch kommst, noch einmal, ich glaub nicht, außer dass ich natürlich weiße Haare gekriegt hab, älter bin und vielleicht dort wirst du ein bisschen starrsinniger, da bleibst, versuchst halt einigermaßen offen zu bleiben, aber ansonsten habe ich mich nicht sehr viel im Umgang mit Menschen geändert. Aber was ich merke, ist, dass durch diese Funktion als Bürgermeisterin der eine oder die andere ich sage es jetzt positiv formuliert, ein bisschen so einen Respekt vor dieser Funktion haben und plötzlich dich, weil das ist etwas, was ich mir schwer tue, wenn jetzt jemand für sich eine Barriere sieht, die baue ich von mir aus niemals auf. Im Gegenteil, also ich versuche eigentlich immer, egal wo ich bin und mit wem ich auch rede, egal ob das jetzt Menschen mit sehr starken gesundheitlichen Gebrechen sind, ob das alkoholkranke Menschen sind, ich tue mir mit den Leuten nicht schwer. Ich komme aus einem sozialen Umfeld, wo ich vieles an Verwerfungen und an Problemen gesehen habe. Und ich glaube auch, dass ich da gut einen Zugang finde, immer. Und auch kaum, erstens einmal, weil ich so rede wie die Leute, also ich, da kann man sich ja auch schwer ändern.
Aber das ist so ein bisschen das, wo man merkt, dass der eine oder die andere an im ersten Moment dann oft zu sehr erhöht, was nicht notwendig ist. Und da muss man halt wieder schauen, dass man auf die Basis kommt, wo man sich auf gleicher Ebene befindet. Wir haben bei uns zwei Runden von kurzen, spontanen Entweder-Oder-Fragen. Auto, Öffis oder Fahrrad? Alles. Frühaufsteher oder Abendmensch? Eigentlich Abendmensch, ja. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Bahn. Punsch trinken am Hauptplatzer Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Weder noch. Kasematten oder Dom im Berg? Puh, kommt auf die Veranstaltung drauf an. Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Gar nicht. Nur Butterbrot eigentlich. Ja. Sie haben jetzt schon erwähnt, aus was für einem Umfeld Sie kommen. Trotzdem noch einmal gesondert die Frage, wie würden Sie Ihren Werdegang aus persönlicher Sicht zusammenfassen? Interessant ist, dass man das ja erst jetzt gestellt bekommt, so in den, vielleicht war 17 damals, wie wir da schon stark geworden haben, aber vorher hat mit über einen Werdegang nie wer gefragt. Also hat man auch kaum nachgedacht drüber, weil ja du vieles natürlich von dir selbst abhängt, klar, aber nicht nur. Also wenn ich das so sagen darf, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, mein Vater war Schlosser, meine Mama war Verkäuferin, ist aber dann zu Hause geblieben, wie sie mich adoptiert haben, weil der Vater gesagt hat, wie viele damals gesagt haben, du schau, du hast eh so viel zu tun, ich verdiene schon für uns alle genug. Und unsere Nachbarn, Freunde von der Familie, und es war nicht damals, wir waren ja viel Gastarbeiterfamilien damals aus dem ehemaligen Jugoslawien, die sind bei uns ein- und ausgegangen. Wir haben immer ein offenes Haus gehabt, auch wenn das sehr klein war. Also ich habe, bis ich groß war, gar keine Dusche kennt oder ein Bad. Wir haben Kohleholzofen gehabt. Das waren aber, da waren wir nicht allein, das war ganz was Normales. Ich bin ja 61 geboren. Und was ich gern, also ich habe gern gelesen, und aber ich habe auch viel Freiheit gehabt. Uns ist das alles als Kinder nicht wirklich abgegangen, weil man sehr viel Vertrauen gehabt und weil es in etwa allen gleich gegangen ist. Und wir viel Freiheit gehabt haben. Also wir waren viel draußen nach der Schule aufgemacht und waren schon, tschüss, die Gegend unsicher gemacht, wie wir das gesagt haben. Am Abend haben wir halt pünktlich gestellt sein müssen, weil da waren die Eltern dann doch recht streng. Und was mir meine Eltern und mein Vater war ein wunderbarer Geschichtenerzähler. Der hat viel erzählt und hat mich auch neugierig gemacht auf die Welt. Das ist etwas nicht Unwichtiges, dass man begreift, dass die Grenzen nicht über unsere Stadt enden, sondern dass es überall auf der Welt viel Interessantes gibt an Leid, an Kulturen, mir viel von Reisen, weil er selber ja in jungen Jahren ein Musikant war und auf die Walz, wie man das gesagt hat, gegangen ist mit Musikerkollegen. Also diese Offenheit, also diese Neugierde auf andere Menschen und das Interesse an anderen Leuten, das ist ganz sicher von der Familie her. Und dass es keine, dass man gegen niemanden Ressentiments hat, nur weil er jetzt von woanders kommt. Dass man sie gemütlich machen kann und dass es wichtiger ist, miteinander zu reden, als wie irgendwie nur den Trieb, irgendwie irgendwas zu kaufen, was du auch oft eh nicht leisten kannst, keine Schulden zu machen. Und das alles, das ist alles so Attribute, die man oft heute redet, die aber für mich durch mein Großwerden normal waren. Und ich bin, wie ich irgendwie kennen habe und mein eigenes Geld verdient habe mit 17, auch viel geträumt in der Welt, herumgereist mit Freundinnen. Und ich wollte immer gern auf die Ortweinschule gehen, so viel vom Werdegang. Das war aber nicht drinnen zu dem Zeitpunkt, wie ich es hätte machen können. Und da habe ich aber auch nicht gehadert, weil dann habe ich halt dort, wo ich gearbeitet habe, da habe ich gewusst, das ist nicht meine Welt, aber ich habe meine Arbeit immer ganz und nie halb gemacht. Also ich war nie ein unfleißiger Mensch. Und ich glaube auch immer ein kollegialer Mensch, deswegen habe ich mir auch immer meine Meinung auch gesagt, was ich mir denke, ohne jetzt respektlos zu sein gegenüber anderen. Aber ich glaube, wir haben die Leute recht gern wegen dort, wo ich gearbeitet habe, weil ich hilfsbereit war, weil aber wie gesagt, ich habe auch immer gesagt, was ich mir denke. Auch wenn das nicht immer zum Vorteil war. Weil sonst hätte ich erstickt, wenn ich das nicht gesagt hätte. Also ich habe
wie mein Sohn immer gesagt hat, er ist kein Schleimer, was ich eh super finde, das war ich auch nie. Also das ist... Aber ich habe natürlich einen Wunsch gehabt, den ich gern schulisch gemacht hätte, der war aber nicht drinnen aus finanziellen Gründen, sagen wir so. Das ist, und ich habe dann aber die Matura dann später angefangen, weil ich mir gedacht habe, okay, dann studiere ich weiter. Und dann habe ich aber auch schon parallel Kontakt zur KPÖ in Graz gehabt und da habe ich auch gemerkt, genau das, was ich Jahre davor gelesen habe, führen oben und unten gesehen habe und ich selber auf der Suche war nach einer Gemeinschaft oder Organisation, die das auch lebt und nicht nur, was ich schreiben kann, man viel, Programme und Bücher sind auch so viel, aber du musst es ja erleben und das habe ich in der KPÖ Graz gefunden und deshalb habe ich dann 1985 auf die Frage von meinem damaligen Chef und Vorgesetzten und auch der sozusagen die KPÖ in Graz sehr stark gemacht hat, der Ernest Kaltenegger, der hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, unten mit ihm zusammen zu arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ja, weil mein Herz sowieso da schon längst war. Das ist nicht unwichtig zu sagen, weil ich habe vorher doppelt so viel verdient. Das muss man wissen. Ich habe nie irgendwas nur aus Geldgründen gemacht. Also für mich war immer wichtig, dass das, was ich tue, mit Freude und aus einer Überzeugung raus mache. Auf welchen persönlichen Erfolg sind Sie denn am meisten stolz? Den sehe ich nicht nur persönlich, das ist immer eine kollektive Geschichte. Also ich habe ja wesentlich gemeinsam mit anderen in meiner Partei, also damals Ernest Kaltenegger, mein späterer Lebensgefährte Franz Madeder, ob das die der Andi oder Georg Fuchs waren und viele andere, versucht, dass das, was wir uns geschworen haben und was wir eh gelebt haben, immer den Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen, dass das auch gesehen wird und unsere Organisation natürlich auch stärker zu machen, damit wir eben mehr Leuten helfen können. Aber das ist etwas, ich muss das jetzt oft sagen, weil die Fragen oft so gestellt werden, aber ich sehe das immer als ein Wir und nicht als ein Ich. Und dass natürlich irgendwer an der Spitze stehen muss in einer Organisation, ich bin ja doch recht lange jetzt auch schon die Opfer meiner Partei, und auch für viele andere Sachen da zuständig, aber das ist letztendlich immer eine kollektive Sache. Du kannst allein gar nichts weiterbringen. Du brauchst immer andere Mitstreiterinnen und da ist jeder und jede wichtig. Es ist niemand unwichtig und einer ist halt dann vorne an der Spitze. Du musst mitunter auch mit Vorbild, und das ist im besten Fall sowieso sein, der muss im besten Sinne vorbildlich sein, menschlich, aber auch in der Arbeit und in dem, was man leistet. Das muss ich jetzt schon sagen. Und ich habe mein Leben lang dieser Bewegung gedient. Und das habe ich damals so gesehen und das sehe ich heute mehr denn je. Also es gibt auf der anderen Seite die Funktion als Bürgermeisterin, wo ich in der Rolle für die Stadt, für die Bevölkerung da sein möchte, so gut es geht. Und umgekehrt aber gilt es auch für meine Partei, wo ich den gleichen Anspruch gehabt habe und auch nach wie vor habe. Und wir sind gut aufgestellt, wir haben viele tolle Leute. Und wenn ich aus irgendwelchen Gründen nächste Woche nicht mehr kann, aus gesundheitlichen Gründen, weiß ich, dass das alles in guten Händen ist. Wie gestaltet sich denn Ihr typischer Arbeitsalltag? Gott sei Dank, wenn meine bessere Hälfte der Frau zu Hause ist und unser Sohn ist schon groß und draußen und zur Familie, der ist ein totaler Frühaufsteher, der steht ja meistens schon zwischen 5 und 6 auf. Davon profitiere ich seit Jahrzehnten, weil dadurch, wenn ich aufstehe, ist schon das Frühstück fertig. Das war sogar damals, wie der Sohn zu Hause war. Dadurch habe ich ja Zeit, weil das brauche ich in der Früh. Ich bin jemand, der in der Früh mindestens eine Stunde braucht, nicht um mich herzurichten, sondern um die Sachen zu lesen, die Zeitungen alle. Also wenn ich in die Arbeit gehe, muss ich mich gedanklich sortiert haben, um das so zu sagen. Und wenn das einmal aus irgendeinem Grund nicht geht, merke ich, dass das mir fehlt. Aber ich beginne in der Regel zwischen 7:30 und 8:00 und das geht dann durch bis 10, 11, manchmal auch bis Mitternacht. Samstag in der Regel immer. Mitunter sind Parteisachen oder wo man halt außer natürlich Gespräche oder am Sonntag. Das ist aber seit Jahrzehnten so schon. Das ist nicht nur jetzt etwas, was jetzt als Bürgermeisterin ist. Was sagen Sie, ist denn Ihre Vision für Graz oder vielleicht auch darüber hinaus? Graz ist ja nichts, keine Insel, die jetzt
selbstständig außerhalb der Gesellschaft steht. Aber es ist die Stadt, in der ich mein Leben lang gelebt habe, in der ich wirklich fast jedes Platzl gut kenne. Das ist ein großer Vorteil, auch in meiner Funktion jetzt. Ich kenne die Betriebe, ich kenne die ganze Geschichte, warum was nicht mehr dort steht. Und das hat mich auch immer interessiert. Und es ist egal, ob das jetzt in Buntigam, in Antritz, ob das jetzt in Wetzlarsdorf ist. Mir hat durch das, dass wir sehr viel mit Wohnungsfragen zu tun haben, kenne ich viele Häuser, kenne ihre Bewohner, weiß, wem das Haus gehört, warum das eine so schleißig ausschaut, warum in dem einen Wohnhaus die Wohnungen teuer sind. Und ich merke mir gut Namen und Geschichten, wie gesagt, und es ist, kommt der Arbeit sehr zugute. Ich würde mir wünschen, dass wir auf jeden Fall eine friedliche Stadt bleiben, in der es keine soziale Schieflage gibt, in der jeder ein Zuhause hat, das er gut bezahlen kann, das den Namen verdient auch zu Hause, also sprich auch die Qualität hat, dass er jemand, egal ob er jetzt mit seiner Lebenspartnerin, mit Familie und Kindern glücklich ist und Zeit hat, das ist wichtig auch für sich und seine Familie oder auch für Freunde, dass nicht ihm die Arbeit kaputt macht, dass die Arbeit so ist, dass man auch davon leben kann. Und auf jeden Fall wünsche ich mir am Ende, dass wir als Kollektiv sagen können, wir leben in einer gemütlichen Stadt. Das kann die Gemütlichkeit definiert werden, jeder für sich, wo es will, ob es der eine jetzt mit seinen Freunden in einem Großgarten macht, ob das privat ist, ob das jetzt bei einer Veranstaltung ist oder einfach auch gefühlsmäßig, wenn du durch die Stadt gehst, merkst. Aber das, glaube ich, ist tatsächlich wichtig. Das ist viel wichtiger als einfach irgendein Geld nachzujagen, wo du eh nicht der längst irgendwelchen Besitz dir anzuhäufen, die du dort rackerst und Schulden aufnimmst und objektiv aber eh die Verhältnisse so sind, dass das eh nie mal ist der längst und höchstens nur die Kinder darunter leiden. Und dass ein Kind von Haus aus, wenn ich das sagen darf, das ist eigentlich, das ist aber so ein Wunderpunkt bei mir, also ich ertrage schwer, wenn Kinder von Haus aus auf die Welt kommen und kein, wie soll ich das sagen, von Haus aus eigentlich keine Chance haben, weil es die Eltern nie besser gelernt haben oder weil sie in einem sozialen Milieu aufwachsen, wo sie, wenn da nicht auch andere Erwachsene da sind oder die öffentliche Hand dem Kind eine Möglichkeit gibt, überhaupt eine Perspektive zu haben, um ein glücklicher Mensch zu werden. Also deswegen würde ich mir wünschen, dass Kinder, egal woher sie sind, die sind ja nicht Feinde untereinander. Das sind niemals Gegner, dass man da keinen Unterschied macht. Und deswegen wäre eine Gesamtschule für mich bis zum 15. Lebensjahr definitiv was Erstrebenswertes. Das war es in der Vergangenheit und wird es auch in der Zukunft sein. Die Kinder dürfen nicht auseinander dividiert werden. Und sie müssen in der Schule von den Lehrenden, gehört viel mehr Aufmerksamkeit in Soziales und in Friedenserziehung, weil du legst das Fundament von einem Menschen in den ersten Jahren und auch in den ersten Schuljahren. Und alles, was da ein Kind nicht an Basis mitbekommen hat, wird später schwer korrigierbar sein. Und deshalb ist das Gemeinschaftliche muss einfach stehen vor dem individuellen Interesse. Weil nur das auch die Chance ist, dass wir auch im Großen keine Feinde um uns sehen. Was würden Sie Kritikern entgegnen oder kritischen Stimmen entgegnen, die behaupten, dass bei allen sozialen Bestrebungen, die Sie ja seit jeher verfolgen, Themen wie Wirtschaft, Wissenschaft, Innovation oder Kultur zu kurz kommen? Die kommen ja nicht zu kurz. Das ist ja ein völliger Trugschluss. Das wird ja immer nur auch von Kritikern, wenn man so sagt, oder von diesen Argumente, die von anderen politischen Verantwortlichen kommt. Die sind aber für mich jetzt auch nicht der Maßstab. Der Maßstab sind nochmal die Menschen in der Stadt Graz,
Das sind, können Betriebe sein, also wenn zu mir ein Gewerbetreibender sagt, sie kümmern sich oder sie schauen nicht so sehr wie früher, dann ist das für mich ein Argument oder dann kann man in Austausch treten. Aber jetzt nur, weil das Vertreter anderer Parteien sagen, ist das jetzt für mich noch lange keine Kritik. Das ist eine Meinung und eine Haltung, wir dürfen sie vertreten, wir leben in einer Demokratie, aber deswegen ist es nicht richtig. Was würden Sie sagen, wie tragen Sie dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten unserer Stadt Graz mitzuformen? Also mitzuhelfen, egal ob das jetzt Künstlerinnen sind, die irgendwie einen Raum suchen für sich, ob das jetzt irgendwelche NGOs sind, die jetzt einen Platz suchen, um irgendwelche, an urbanes Gärtnern zu ermöglichen, ob das jetzt ein Wirt ist, der Probleme hat mit einer Behörde, ob das ein Autofahrer ist, der es nicht einsieht, dass er einen Strafzettel kriegt, bis hin zu Wohnungssuchenden, Wissenschaftlern, die das, was sie erforscht haben, sozusagen präsentieren möchten und auch unterstützt wissen möchten. Es gibt nichts, was nicht zuhörenswert ist. Vieles ist unterstützenswert. Den Strafzettel kann ich nicht abnehmen. Da kann ich nur höchstens nachschauen, ob er noch zu Recht ausgestellt worden ist. Aber zu 99,9% ist es immer nicht. Und ich habe ja auch schon einen Strafzettel gekriegt. Ist ja nicht so, warum soll ich mich deshalb beklagen? Es gibt ein Regelwerk und Spielregeln. Und wenn ich dort 50 steht und ich fahre 80, dann darf man sich nicht wundern. Also das sind ja Dinge, die man, es gibt, ich kann auch nicht jetzt, wenn jetzt 5 Leute da sind und der eine sagt, er will in der Gassen einen Gehweg, der andere sagt ein Bus, der dritte sagt, er will aber die Autos auch fahren lassen und der andere sagt noch einen Radlweg, da muss man sagen, okay, jetzt können Sie sich ausknobeln, die Straßen hat 2,20 Meter Breite, was wollt ihr denn da machen? Spätestens dann merkt man auch, wo die Grenzen sind und da muss Prioritäten setzen. Und für mich hat da definitiv der Fußgänger und der öffentliche Verkehr immer den Vorrang. Radfahren ist dann auch ziemlich gleich dran, aber der Fußgänger muss geschützt werden und einen gut funktionierenden öffentlichen Verkehr braucht jeder, weil du in eine Situation kommen kannst, im Alter, wo du nicht mehr Radl fahren kannst und auch aus gesundheitlichen Gründen das nicht kannst. Deswegen halte ich eigentlich den öffentlichen Verkehr für das Rückgrat in Mobilitätsfragen. Und ich bin im Übrigen keine Autohasserin, weil ich habe, falls das auch irgendwie manchmal ist, sind das ja auch so Sachen, keine Ahnung, woher das rührt. Im Gegenteil, also das war, ich komme aus einer Generation, wo ein Auto sehr viel bedeutet hat, aber wir haben alles immer alte Autos gehabt, ne, und mechanische. Und ich habe erst seit 12 Jahren das erste Mal ein neues Auto. Und ich nutze es für Ausflüge und oft auch für schwere Fahrten oder wenn ich auf die Nacht irgendwo hinfahren muss, ein Hausbesuch und ich weiß, ich komme da nicht mehr zurück mit dem Öffi, dann fahre ich auch mit dem Auto. Das wollte ich nur angemerkt haben, um nicht was zu beschönigen. Jetzt die nächste Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen. Okay. GRK oder Sturm? Boah, das ist, ich muss es so sagen, ich bin immer für faire Spiele, aber Sturm, weil sonst hätte ich echt einen Krieg mit meinem eigenen Sohn. Und es ist halt dadurch familiär bedingt, das muss ich jetzt wirklich sagen. Ja. 80-10 oder 80-20? 80-20. Bier oder Wein? Das beides. Also das ist, ist ziemlich paritätisch. Also, ja. Aufsteigern oder Grazathlon? Weder noch. Also in der Hitliste. Es soll beides geben, aber es ist nicht etwas, wo ich das zu meinen ganz Top-Veranstaltungen zählt. Blabutsch oder Schöckel? Meist näher ist der Blabutsch, also da war ich einfach öfter, ja. Und der oder das Teller? Das Teller. Was, der oder das Teller? Der Teller. Ja, ja, war. Ja. Was würden Sie heute rückblickend Ihrem 18-jährigen Ich raten? Rückblickend mit der... Boah, da war ja Maria, da hätte ich vielleicht, wer weiß, was ich da für einen Weg ging, aber... Es ist schwer zu sagen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich es so viel anders gemacht hätte. Das ist, ich habe da ein Glück gehabt, muss ich sagen, dass die bei der Gabelung, wo du halt Wege einschlagen kannst, ich einen Weg eingeschlagen habe, der da
objektive und subjektive Gründe mitgespielt haben, aber es war nicht der falsche. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich da großmächtig was anders gemacht hätte. Ja. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass wir in jedem Fall die Budgetsituation sich verbessert. Ziel von GrazCast, also von dem, was wir da tun, ist es einerseits, spannende Persönlichkeiten wie Sie vorzustellen, aber eben auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bzw. Zuseherinnen und Zusehern zu ermöglichen, leichter mit den Personen in Kontakt zu kommen. Daher die Frage, wie kommt man mit Ihnen ins Gespräch? Das wissen die meisten Grazer. 0664 1209 700. Das ist meine private und Diensthandynummer. Da kann man mir SMS senden oder was draufreden. Und wenn ich gerade nicht so wie jetzt mit Ihnen im Gespräch bin, hebe ich auch ab. Und sonst auch E-Mail. Also E-Mail ist am allerbesten elke.k@stadt.graz.at und sonst natürlich in meinem Büro 0316 872 2000. Ja, und schon zum Schluss hin, welche Botschaft möchten Sie denn unseren Zuseherinnen und Zuhörern vielleicht gerne mitgeben? Auch wenn die Tage oder das Leben oft schwerer ist, oder ist nicht die Nerven wegschmeißen, nicht in dem anderen plötzlich einen Gegner sehen, wenn man nicht mehr weiter weiß, versuchen, wenn sie es annehmen können und möchten, durchaus auch unsere Nummer zu wählen, zu reden, das ist wichtig und auf alle Fälle zusammenhalten. Also die Menschen müssen begreifen, dass nur der Zusammenhalt und in dem anderen letztendlich immer Menschen zu sehen, dass das die größte Stärke ist und ohne dem Gesellschaft nicht funktionieren kann. Ja, wunderbar. Und zum wirklichen Abschluss haben wir noch ein paar offene Sätze, die Sie bitte einfach vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist? Kein bestimmter. Viele. Also Graz an sich? Ja. Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal in der Triester Siedlung gewesen sein. Oder in Gasthof Buchmesser gewesen sein. Da gibt's aus meiner Sicht die besten Schnitzel. Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das? Es Leistungen gibt, für Sie, denen helfen würde. Und Ihre letzte WhatsApp-Nachricht bzw. alternativ SMS von Ihnen war? WhatsApp nicht, weil ich das nicht habe, aber SMS-Nachricht war vor kurzem, wo ich das darf ich jetzt so sagen, meinen Genossinnen in Krems gratuliert habe zum Wahlerfolg, weil die haben ein drittes Mandat in Krems geschafft, die KPÖ dort, letzten Sonntag. Ja, Frau Bürgermeisterin K., vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Danke vielmals auch. Wir sagen Danke und freuen uns auf ein Wiedersehen. Ich mir auch. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.